Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Jawohl, wir sind wieder hier in unserem Revier nach dem Wochenende wieder etwas erholt von dem Spiel. Und ich will das jetzt ja nach wie vor immer noch zu Ende bringen. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum wir der Badass sind, weil wir die Enklave umgebracht haben, aber interessiert mich mittlerweile auch nicht. Ich habe mal in meinem privaten, anderen Speicherstand, wo ich so ein kleiner böser Cheater bin, mir mal angeguckt, was wir denn so alles Schönes verpasst haben. Euch habe ich gerade keine Lust, Entschuldigung. Und ich will mal in die Militärbasis, weil da kann man sich ja einen Begleiter holen, aber leider Gottes nicht ich, weil aus Gründen, die ich selber nicht verstehe, scheißt er das Spiel wieder mal ab. Im Internet habe ich gelesen, dass man da die neuesten Patches installieren soll. Habe ich auch zum Glück am Anfang des Spiels überhaupt nicht gemacht. Ja, ist auf jeden Fall toll. So, hier ist die Militärbasis. Jawohl, Eingang. Und wir können eigentlich schon mal die Hunde hier alle abschlachten, weil die nachher sowieso nur wieder rumstressen werden und uns nach einer Zeit angreifen werden. Von daher, mach mal tot hier. Ach, natürlich nicht, warum auch. Gut, jetzt wissen wir uns ja wieder. Jetzt muss ich mich wieder daran gewöhnen, dass ich hier mit dem schlechten Charakter bin, sozusagen. Weil bei dem Cheater-Charakter habe ich natürlich 1000 Millionen Aktionspunkte und so weiter, bla bla bla. Und das ist auch alles nicht so ein Problem. Na gut, dann rotten wir mal die Hunde kurz aus und ich glaube, das überspringe ich, weil das ist ziemlich spannend. So, damit wäre dieser super spannende Kampf auch wieder beendet und wir haben tatsächlich einen Schaden genommen. Das ist ja ziemlich scheiße und ich muss mir mal ganz kurz nochmal die Kampfsteuerung hier angucken, die Kampfkontrolle, weil irgendwie ist das ein bisschen noch strange. Abstand bleibt in meiner Nähe, dann machen wir lieber mal auf Angriff, auch wenn das vielleicht doof ist, weil der ja, ich schätze ich mal, nicht allzu viel aushält, aber naja, wenn er natürlich nur irgendwie dumm in der Ecke rumsteht, ist das natürlich auch nicht gerade praktisch, ne? Attacke, ja, wenn mich angreift, das ist ganz in Ordnung. Mein persönlicher Leibhund, ach ja, sprechen bestimmt hier. Das war's erstmal, vielen Dank. So, Ficky möchte mal auch noch kurz mit mir reden, bei meiner Schiedklasse, sage ich jetzt mal, erstaunlicherweise will Vic gar nicht mehr mit mir reden. Der rennt mir zwar noch hinterher, greift doch ab und zu mal an. Aber wenn ich ihn ansprechen will, ich hab die Nase voll. Egal, Angriff. Ach, kann er gar nicht. Der kann ja nur mit kann ja nicht Angriff machen. Aus dem Hintergrund auf Gegner schießen, alleine. Ach, bleib in meiner Nähe. Ja, gut. Wer am nächsten ist, ja, es sollte ganz okay sein. Gut. Dann sprechen wir mal und wiedersehen. Mit Mr. Todesklau müssen wir nicht sprechen, da geht's ja einigermaßen. Und hier sind auch noch ein paar kleine Boxen drin in den lustigen Zelten. Da gibt's dann so eine lustigen Sachen. Oder Leute, die den Eingang blockieren. Da soll wohl auch eine Audiolok hier oben sein. Bei irgendeinem der Zelten. Also Textloggen natürlich. Ah, hier. Die Übersichtskarte und natürlich. Dann schmeißen wir die Waffe weg, die ist sowieso wertlos. Weil ja keine der Munition, nicht mal die Munition, die drin war, reinpasst. Natürlich auch sehr praktisch. Hier ist noch so ein komisches Elektro-Buch, was wir sowieso nicht brauchen. Zwei Stimpaks, jawohl. Lass mich durch, du Arsch. Und was haben wir hier noch Feines drin? Spannung, Überspannung. Hey, kleine Energiezellen, die könnte man ja mal mitnehmen. Auch wenn wir sowieso nicht so mit Energiewaffen umgehen können, aber scheiß drauf. So, das wollte ich jetzt gar nicht, das ist zwar wunderschön. Pip-Boy, Archive war das, glaube ich. Nee, Status, nee. Wo waren die Scheiße? Wo hatte ich das immer gefunden? Müssen wir das erstmal einspielen. So, hier ist das erstmal. Das kannst du auch gleich mal benutzen. Dann haben wir nämlich hier auf der Karte, die wir dann sehen können, statt westlich der Militärbasis zu gehen, gibt es ein Pip-Boy, ja. Damit hat man dann die neben Navarro, neben der Militärbasis San Francisco gefunden. Haben wir dummerweise schon gefunden, von daher ist das etwas egal. Nein, nicht hier. Gott, wo waren das mit den blöden Dokumenten? Genau, Status. Militärbasis aus, an...
Hauptquartier wahrscheinlich. Unsere Wissenschaftler haben die Tests an der Probe beendet, die wir in der Basis gefunden haben. Es hat sich bestätigt, dass sie 99% rein ist. Sie können die Probe in Kürze erwarten. Wie erwartet sind die Arbeiter schnell mutiert, sobald sie einer reinen Quelle ausgesetzt wurden. Schwere, doch akzeptable Verluste werden berichtet. Ich habe die Evakuierung der Basis angeordnet. Sobald die letzte Person sie verlassen hat, werden wir den Eingang zur Basis sprengen und die Schweine darin begraben. Oberst Sanders. Das ist sehr nett von dir, Oberst Sanders. Sanders, was auch immer. Nun müssen wir dummerweise mal kurz deine tolle Konstruktion da hinaussprengen. Dazu nehme man diese wunderschöne Metallstange, die wir nicht aufheben können, weil wir ja so schwer beladen sind. Schmeißen wir dafür weg. Wollte die nicht das Ding haben? Wie soll es sich nicht rausgenommen? Naja, muss ich nicht wissen. Muss ich alles nicht wissen, ist nicht so schlimm. Was können wir denn hier mal wegschmeißen, meine Fresse? Komm, die schmeißen wir mal weg. Braucht hier kein Mensch. So. Yay. Die können wir gleich mal hier anwenden. Schau mal. Metallstange. Blub. Jetzt gehen wir hinten in das Scheißhaus. Denn da liegen ein paar Überraschungseier. Ach ja, die Tür scheint verschlossen zu sein. Ach Gottchen. Trete ich sie halt ein. Och, du schaffst es nie, plötzlich die Tür zu öffnen. Hast du es jetzt geschafft? Nein, natürlich nicht, weil du blöd bist. Ach, diese Tür hält ja auch so viel aus. Also wirklich, tritt einfach gegen meine Fresse. Hier, schieß sie kaputt. Muss sie nicht extra nackig machen. So, ist sie jetzt kaputt. Dürfte jetzt nicht so viel aushalten, nur eine kleine verkackte Tür, oder? Na, siehst du, weg ist er. So, dann schauen wir mal hier rein. Da findet sich eine Stange Dynamit. Ja, Vic, du bist sehr nützlich. Die kleben wir noch daran. Und dann... Und tschüss. Bumm. So, jetzt kommt der spannende Teil. Speichern wir mal wieder. Tja, und ich würde sagen, ich starte mal das Spiel neu. Tja, Qualitätsspiele, die niemals gescriptet worden sind. Einfach auf den Markt geschissen, damit man halt immer ein bisschen Geld kriegt. Und ja, ich habe eigentlich diese Dreckspatch installiert, aber das interessiert dieses Spiel doch nicht. Gut, bis gleich. So, da wären wir wieder. Also in die Militärbasis können wir zum Glück nicht. Ja, warum sollte man noch hinwollen? Ist ja auch scheißegal. Ich weiß auch noch, wo man das Auto herkriegt, aber da habe ich da so ein bisschen Angst, dass da die ganze Mühe umsonst ist, weil in meinem Test Charakter-Dingens Questions bin ich dazu Bunker 13 gefahren. Tja, was soll ich euch sagen? Ich hatte keine Gelegenheit, das Auto wiederzukriegen. Wunderschön. Qualitätsspiel vom Feinsten. Gut, ja, was machen wir jetzt? Jetzt kommt dummerweise der sehr, 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 sehr unangenehme Teil. Wir müssen wieder nach San Francisco. Und ja, wir müssen im unteren Deck aufräumen. Das wird spaßig. Ja, es ist schön. Vor allem mit der Waffe. Das ist ganz praktisch. So, gehen wir gleich zum Tanker. Ja, mach du mal Geräusche hier. Interessiert mich nicht. Können wir uns denn hier irgendwie vielleicht noch ein Sturmgewehr klauen oder sowas? Du kannst vergessen, was der hier im Angebot hat. Ja, ja, dein Sortiment ist der letzte Scheiß. Ach ja, der war ja so ein ultra praktischer Waffenhändler. Stimmt hier. Ach, perfekt. Nee, ja, halt's Maul. Leg dich in die Ecke und stirb am besten, Omi. Elendig. Schade aber auch. Na gut. Dann wollen wir mal runtergehen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, weil bevor wir nicht einen der Schwuchtelkinder hier geholfen hat, haben, spricht der Dreckskapitän nicht mit uns und da es irgendwie keine andere Möglichkeit gibt, jemandem zu helfen, wird das wohl die einzige Möglichkeit sein, da unten sauber zu machen und die Schlampe, die da unten fest sitzt, zu befreien. Jawohl. Ist das nicht toll? Ich find's auch wunderbar. Auf ins Vergnügen, ja. Ach, warte mal, ich wollte mir gerade eben noch ein Stampack mal auf die Seite legen, zur Not, aber brauchen wir auch nicht unbedingt, ist ja scheißegal. So, da hinten sitzt die Fotze. Das war ein Nieserchen.
Wir müssen all diese lustigen Gestalten hier ausschalten. Das wird schön. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Können wir denn eine reale Chance? Nee, gut, dann lasst das mal lieber sein. Schießen wir so. Oh, getroffen. 12 Respektpunkte auch noch. 12 Pebble-Punkte. Das ist ja faszinierend. Ja, mein Hund läuft auch amok. Feiner Hund. Da werden wir wahrscheinlich das ein oder andere Mal krepieren. Aber das ist doch Sinn des Spiels. Lalala. Spiel, Spaß und Spannung. Oder weißt du was? Komm, scheiß drauf. Ich reise noch ein bisschen durch die Lande und versuche ein bisschen zu leveln, damit wir schwere Waffen benutzen können. Dann können wir uns irgendwo mal eine schwere Waffe suchen. Und außerdem können wir ja nochmal nach Den und nach zur NKR. In den Bunker, vielleicht haben sie da noch ein paar spannende Sachen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, ist gut, ihr könnt aufhören, wichtig zu sein. So wichtig seid ihr nämlich leider nicht. Es tut mir leid. Ihr seid auch nicht interessant, ihr seid eigentlich der letzte Abfuck. Aber ist in Ordnung. Vor allem, wie kommen Aliens und so ein Scheiß auf ein Schiff, ne? Das weiß man nicht, das möchte man, glaube ich, auch gar nicht wissen. Das hätte die Entwickler es wahrscheinlich auch nicht interessiert. Von daher geht man mal wieder raus. Ist ja alles spannend. Und ja, streifen durch die Lande nach Den und nach zur NKR. Ich schätze mal zuerst zur NKR. Dann mal sehen, was der Tag so bringt, ne? Gut, ich glaube, wir sind jetzt langsam bei 15 Minuten. Ich weiß nicht, wie lang der andere Part ging. Und wir sehen uns beim nächsten Mal von Fick Out 2. Bis